Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Es verrat gegen die Natur. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte Eisigkeit niedergeschlagen. Himmler ist in Lübeck. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshaus gelangt. Mach rein! Haben Sie noch zwei Fehler neue Befehl? Was soll das heißen? Sie können Fehler nicht finden. Verrat! Ein Führer, wir erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Der Angriff steigert mein Befehl! Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten? Herein. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Sie können nicht zu denen, die den Führer im Stich lassen. Ich bin nur da, um mich vom Führer zu verabschieden, Fräulein Braun. Ich muss noch heute Nacht zurück nach Hamburg. Aber natürlich müssen Sie gehen. Setzen Sie sich. Sehen Sie, ich habe einige von den Möbeln, die Sie für mich entworfen haben, mitgebracht. Ich konnte mich einfach nicht von Ihnen trennen. Aber bitte schön, nehmen Sie sich doch. Sie haben bestimmt den ganzen Tag noch nichts gegessen. Das stimmt allerdings. Danke. Es ist so wichtig, dass Sie gekommen sind. Das beweist ihm, dass Sie auf seiner Seite stehen. Hat er denn daran gezweifelt? In letzter Zeit hat er schon manchmal dran gedacht, ob Sie vielleicht auch gegen ihn sind. Aber ich habe ihm immer gesagt, dass Sie kommen würden. Und jetzt sind Sie ja da. Ich glaube, es hat ihm gefallen, dass Sie ihm geraten haben, in Berlin zu bleiben. Ich glaube auch, dass es richtig ist. Wissen Sie, es ist vielleicht verrückt, aber ich bin wirklich glücklich, dass ich hier sein darf. Und ich habe auch gar keine Angst. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Und was muss getan werden? Sie verrückt. Er wird uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildparkwerder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobon gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das heißt unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!
Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein paar Vanille Faulpelz! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich. Wenn ich diese Schlacht gewinne, dann verspreche ich mir davon, nicht für meinen persönlichen Namen, nicht für meinen persönlichen Ruhm. Es ist für die Geschichte. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Und den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht. Wenk ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Na, glauben Sie denn, ich schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen? Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben... Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Sind nunmehr über 30 Jahre vergangen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Und dann ewige Ruhe. Ich habe Großes vorgehabt. Den Deutschen wie mit der Welt. Keiner hat mich begriffen. Nicht einmal meine ältesten Mitkämpfer. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Anders kann man das nicht machen. Bringen Sie mir Fegelein!